What words? In the beginning, God created heaven and earth. What notes? In the beginning of this awesome musical version, Haydn created one of the supreme music dramatizations of all time, the depiction of chaos, as he entitled it, that pre-terrestrial chaos depicted in Genesis by the single line, and the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. This musical depiction is of a beauty almost frightening in its chromatic and dissonant texture, something outside of time and certainly outside of the 1790s when it was written. Then God said, "Let there be light." This in hushed, mystical, choral whispers. And there was light, a burst of unforgettable C major that is both primeval and eternal. As I was preparing this life-giving work 1 month ago in Connecticut, in a month of May so miraculously beautiful and abundant that it felt like Genesis all over again, I chanced upon a reprint in the New York Times of the great Nobel Prize speech made in 1975 by Andrei Sakharov, and I was struck by the extraordinary relevance of these words. Quote, "An infinite number of other civilizations than ours may exist on the preceding and following pages of the Book of the Universe. Yet we should not minimize our sacred endeavors in this world where, like faint glimmers in the dark, we have emerged for a moment from the dark chaos of unconscious matter in order to fulfill the demands of reason and to create a life worthy of ourselves and of the goals we only dimly perceive." End quote, and amen. There are two different stories in Genesis about the creation of man, and somewhat contradictory. The first is in chapter 1. "So God created man in his own image. Male and female created he them." But in chapter 2, we are told otherwise, that he created Adam alone. And then, almost as an afterthought, he performed the famous rib operation that provided Adam with a helpmeet. I personally prefer the second version because it gives Adam some quality, namely loneliness, which is so human. Imagine all around him lived a happy animal world constituted in pairs, couples, all of whom Adam had also had the honor of naming. Furthermore, they had all received a special blessing from the Lord to be fruitful and multiply. Only Adam himself was uncoupled, hence incomplete, therefore envious, therefore lonely. So God, in his compassion, gave him a buddy, a mate, just like cows, horses, birds, whales, and so on. But this double creature was not meant to be cattle or whales. It, or they, or he, she, had God's personal touch and image conferred by the divine breath. Therefore, it was inevitable that they would seek knowledge, as our Faustian tradition repeatedly informs us. We can't help it. We've got to taste that apple. So here we are, millennia later, full of knowledge and sin and nuclear radiation. We have learned big secrets, but not quite big enough to avoid planetary suicide. Today, as we are singing the praises of our creation and our Creator, we are only a few weeks away from the dark cloud of Chernobyl
And who knows how many weeks or months or years away from how many other Chernobyls we don't even know about. We don't know about them. Maybe somebody knows, but we don't. We don't know the extent to which we may already have poisoned our beloved Earth. Every bird and bee and blade of grass, any and every species, starting with our own. This we do not know. What good then is all the great knowledge we have gained from our Faustian searches and researches, from all those apples we've been biting on since that serpentine Satan first tempted our First Lady? It seems very clear to me on this glorious June Sunday afternoon, bathed by the special light of these Baroque windows, breathing the balmy air of southern Germany, and feasting our eyes on this sacred architectural glory, it seems clear to me that there is a further knowledge we must now pursue, a life and death knowledge, the cognitive antidote to that paradisiac apple poison. And that knowledge is how to control the knowledge we already have. Otherwise, we could be headed for darkness, dead darkness. So we must insist with God that there be light. However religious or irreligious or agnostic or heretical we may be, that is one basic word of God to which we all must hold fast for our very lives. Enlightenment does itself mean knowledge, true, but for us now, it must mean most specifically the knowledge of how to contain what we already know. And we must learn all this fast as the flight of protons and neutrons. Meanwhile, the third part of Haydn's creation, now coming up, is not fast, and a good thing too, for it gives us time to remember and rejoice in the purity and grace and fortitude of nature, to saunter blissfully through that garden of gardens along with Adam and Eve, to restore our souls, to recover our moral strength, and to rediscover our power to praise.
Sind heftige Stürme. Die Spreu vor dem Winde, so flogen die Wolken. Die Luft ausschnitten feurige Blitze. Die Donner umher. Der Fluten stieg aus ein Geheiß, der aller Krieg
Das trockene Land, Erde, und die Sammlung der Wasser nannte Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Schäumenden Fällen bewegt sich ungestüm das Meer. Rollen den schäumenden Fällen bewegt sich ungestüm das Meer, bewegt sich ungestüm das Meer. Hügel und Felsen erscheinen, der Berge Gipfel steigt empor, die Berge Gipfel steigt empor. Hügel und Felsen erscheinen, der Berge Gipfel steigt empor, der Berge Gipfel steigt empor, der Berge Gipfel steigt empor. Strom in mancher Krümmung.
getötet, durchläuft der breite Strom. In mancher Krümme durchläuft der breite Strom. In mancher Krümme. Der helle Wacht.
sind ein Himmelsraum, ziert ohne Zahl der hellen Sterne Gott.
sich bewegt. Und Gott segnete sie, sprechend: Seid fruchtbar alle, mehret euch, Bewohner der Luft, vermehret euch und singt auf jedem Aste. Mehret euch, ihr guten Bewohner, und fühlet jede Tiefe. Seid fruchtbar, wachset, ihren sterblichen Harfen und sangen die Wunder, und sangen die Wunder des fünften Tags. Thank you.
vorliebende Geschöpfe nach ihrer Art, Vieh und kriechendes Gewürm und Tiere der Erde nach ihren Gattungen. Gleich öffnet sich der Ehre Schoß und siegen ihr auf Gottes Wort Geschöpfe jeder Art in vollem Wuchs und ohne Zahl. Tiger empor. Das Zackerhaut erhebt der schnelle Hirsch. Mit fliegender Mähne springt und wird verbreitet sich in Schwarm und Wirbel das Bild der Insekten. Das leichte Gefieder.
Wasser schwellt der Fische Gewinde, den Boden drückt der Tiere Last, den Boden drückt der Tiere Last. Doch war noch alles nicht vollbracht. Den ganzen fehlte das Geschöpf, das Gottes Werke dankt, das das Gottes Werke dankbar sind, des Herrn Güte preisen soll. Schuf ihn, Mann und Weib.
in lautem Ton, ihr Mund des Schöpfers Lob. Lasst unsere Stimme dann sich mengen in ihr Lied. Von du in mir gehst,
stets neue Formen zeigt, stets neue Formen zeigt. Ihr dünst und nebelt, jeder Wind versammelt und vertreibt, versammelt und vertreibt. Noch segnet alle Gott ihr Thank you.
sich verfüllt. Dem Schöpfer haben wir gedankt. Folge mir, Gefährtin meines Lebens. Ich leite dich und jeder Schritt weckt neue Freude in unserer Brust. Zeigt Wunder überall. Erkennen sollst du dann, welch unaussprechlich Glück der Herr uns zugedacht, ihn preisen immer da, ihm feiern Herz und Sinn. Komm, komm, folge mir, folge mir, ich leite dich. Keine Sorge trägt.
Thank you.
Was für Worte! Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und am Anfang schuf Haydn eine der größten musikalischen Dramatisierungen aller Zeiten. Die Vorstellung des Chaos, wie er es nannte. Dieses vorirdische Chaos, wie es in der Schöpfungsgeschichte in einer einzigen Zeile geschildert wird. Die Erde war wüst und wirr, Finsternis lag über der Urflut. Diese musikalische Schilderung ist von einer Schönheit, die in ihrer chromatischen und dissonanten Struktur beinahe erschreckend ist. Etwas, das außerhalb der Zeit steht und ganz gewiss außerhalb des zu Ende gehenden 18. Jahrhunderts, als das Werk geschaffen wurde. Und dann, Gott sprach, es werde Licht. Bei Haydn eine gedämpfte, mystische Chorstelle. Und es ward Licht! Ein Ausbruch eines unvergesslichen C-Dur, das sowohl vorzeitlich wie ewig ist. Während ich dieses lebensspendende Werk vor einem Monat in Connecticut studierte, in einem Mai-Monat, der so zauberhaft schön und voll sprießenden Lebens war, dass es einem wie eine zweite Schöpfung vorkam, stieß ich zufällig in der New York Times auf die Wiedergabe der großartigen Rede, die Andrei Sacharow 1975 anlässlich seiner Entgegennahme des Nobelpreises hielt. Und ich war beeindruckt von der erstaunlichen Relevanz der folgenden Worte. Ich zitiere: Eine unendliche Zahl anderer Zivilisationen als die unsere existiert möglicherweise auf den vorhergehenden und den nachfolgenden Seiten des Buches des Universums. Wir sollten jedoch in unserem heiligen Streben auf dieser Welt nie nachlassen, auf der wir gleich schwachen Funken in der Dunkelheit aus dem dunklen Chaos der unbeseelten Materie auf einen Augenblick hervorgegangen sind, um die Erfordernisse der Vernunft zu erfüllen und ein Leben zu schaffen, das würdig unserer selbst ist und der Ziele, die wir nur erahnen. Zitat Ende und Amen. Es gibt zwei voneinander abweichende und etwas widersprüchliche Versionen von der Erschaffung des Menschen in der Schöpfungsgeschichte. Die erste findet sich im ersten Kapitel: Und Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbilde, Mann und Weib erschuf er sie. Im zweiten Kapitel steht jedoch, dass er Adam allein erschuf und dass er anschließend fast als nachträglicher Einfall die berühmte Rippenoperation durchführte, durch die Adam zu einer Helferin kam. Ich persönlich ziehe die zweite Version vor, denn sie startet Adam mit einer ganz bestimmten, so sehr menschlichen Eigenschaft aus, nämlich Einsamkeit. Man muss sich vorstellen, dass er von einer glücklichen Tierwelt umgeben war, die durchwegs paarweise geordnet war, dass er also von Paaren umgeben war, denen Adam selbst, nur er, ihre Namen geben durfte. Darüber hinaus hatten sie alle von ihrem Schöpfer einen besonderen Segen mit auf den Weg bekommen, nämlich seid fruchtbar, mehret euch. Und der arme Adam allein war ohne Partner,
folglich unvollständig und deshalb neidisch, deshalb einsam. Da gab Gott ihm in seiner Güte einen Kumpel, eine Gefährtin, genau wie bei den Kühen, Pferden, Vögeln, Walfischen und so weiter. Aber dieses Doppelgeschöpf sollte nicht wie das Vieh oder wie Walfische sein. Es oder sie besaßen die persönliche Prägung Gottes, waren nach seinem Ebenbild erschaffen, waren durch den göttlichen Atem beseelt worden. Deshalb war es unausbleiblich, dass sie nach Wissen streben würden, wie uns die faustische Überlieferung lehrt. Wir können nicht anders, wir müssen einfach in den Apfel beißen. Hier stehen wir also, Jahrmillionen später, voller Wissen und Sünde und nuklearer Strahlung. Wir haben viel Wissen erworben, aber nicht genug, um einen Selbstmord unseres Erdballs zu vermeiden. Heute, während wir die Schöpfung und unseren Schöpfer lobpreisen, liegt die dunkle Wolke von Tschernobyl nur wenige Wochen hinter uns. Und wer weiß, wie viele oder wie wenige Wochen oder Monate oder Jahre uns von anderen Tschernobyls trennen, von deren Existenz wir noch nicht einmal wissen. Wir wissen nichts von ihnen. Jemand weiß vielleicht von ihnen, aber wir jedenfalls nicht. Wir kennen das Ausmaß nicht, in welchem wir unsere geliebte Erde vielleicht schon vergiftet haben. Jeden Vogel und Blume und Grashalm, jeder Art, einschließlich unserer eigenen. Dies wissen wir nicht. Was hilft uns also dann das ganze Wissen, das wir aus unserem faustischen Suchen und Forschen angehäuft haben, aus all den Äpfeln, von denen wir gegessen haben? Was hilft? Für mich ist eines ganz sicher. An diesem strahlenden Juni-Sonntagnachmittag, getaucht in das gebrochene Licht der Barockfenster, in der milden Luft Süddeutschlands und im Anblick dieses Wunderwerks sakraler Baukunst, für mich ist eines sicher, dass wir uns jetzt eine andere Art des Wissens aneignen müssen. Ein Wissen, bei dem es um Leben und Tod geht. Das geistige Gegengift gegen jenes paradiesische Apfelgift. Und dieses Wissen besteht darin, wie wir das Wissen, das wir schon besitzen, zu beherrschen lernen. Andernfalls liegt nichts als Dunkel vor uns. Deshalb müssen wir also mit Gott darauf bestehen, dass es Licht werde. Ganz gleich, wie gläubig oder ungläubig, wie agnostisch oder ketzerisch wir auch sein mögen, das ist ein fundamentales Wort Gottes, das wir alle nie vergessen dürfen, um unseres Überlebens willen. Erleuchtung, Aufklärung bedeutet zwar Wissen, aber für uns und heute bedeutet es vor allem das Wissen, wie wir das beherrschen, was wir bereits wissen. Und zwar müssen wir das schnell lernen, mit der Geschwindigkeit von Protonen und Neutronen. Jedenfalls der dritte Teil von Haydns Schöpfung, der jetzt folgt, ist nicht schnell und umso besser. Denn auf diese Weise haben wir Zeit, uns an die Reinheit und Anmut und Kraft der Natur zu erinnern und uns ihrer zu erfreuen, um mit Adam und Eva durch den Garten aller Gärten selig zu wandeln
um unsere Seele wieder aufzurichten, unsere moralischen Kräfte zu sammeln und unsere Fähigkeit zur Lobpreisung aufs Neue zu entdecken.